Herzliche Grüße bei der deutschsprachigen Sendung mit eigenen Augen. Seit vielen Jahren bekommt Mukatschewo die humanitäre Hilfe aus Villach. Diese Hilfe wird an Krankenhäusern, Kinder- und Waisenhäusern, Behindertenheime und andere soziale Einrichtungen geliefert. Seit einem Jahr entstanden die großen bürokratischen Hinderungen für die Lieferung der humanitären Hilfe. Mehrere nicht verzollene Güter sind an der Grenze gehaftet. Viele Menschen in der Not warten auf die Hilfe. Auf solchen Problemen sind auch die österreichischen Wohltäter gestoßen. Ein aktiver Team von Wohltätern aus Österreich rund um Andreas Kuchler organisiert seit Anfang des 90er Jahre die Hilfslieferungen in die Ukraine. Besonders kümmert er sich um die Verteilung der Spendegüter an bedürftige Menschen im transkarpatischen Gebiet. Unterstützt werden insbesondere Sozialeinrichtungen wie Kinder- und Waisenhäuser. Es sind 6, 7 Leute, teilweise auch 10 Leute. Und wir machen das aus idealistischen Gründen. Also wir bekommen kein Geld dafür. Im Gegenteil, wir opfern Freizeit und auch Geld. Und haben eine Sammelstation eingerichtet in Villach. Und da haben wir einen großen Einzugsbereich sozusagen. Wir brauchen keine Werbung mehr machen. Die Leute wissen schon, wo sie ihre Sachen abliefern können. Nicht nur Menschen, sondern auch verschiedene Firmen mit Computern und verschiedene, also hunderterlei verschiedene andere Sachen. Ja. Wir machen 10 Jahre die Hilfe direkt mit der Stadt Mukatschewo und der Wohltätigkeitsorganisation Dolja. Und wir, in der Regel ist es so, dass wir verschiedene Projekte direkt unterstützen finanziell und in der Regel 2-mal im Jahr mit rund 10 Tonnen Hilfsgütern hierher kommen. Da versuchen wir Wünsche zu erfüllen und dann decken wir mit unseren Hilfsgütern viele Institutionen ab. Kindergärten, Waisenhäuser, Invalidenhäuser und so weiter. Es sind ungefähr 25 Institutionen, denen wir helfen können. Die Hilfslieferungen sollen bedürftigen Menschen den schweren Lebensalltag erleichtern und Krankenhäuser, Behindertenheime, Kinder- oder Waisenhäuser unterstützen. Heutzutage sind die bürokratischen Hinderungen für die Lieferung der humanitären Hilfe gesteigert. Österreichische Wohltäter sowie andere ausländische Wohltätigkeitsorganisationen können die humanitäre Hilfe in die Transkarpatien nicht liefern. Nicht verzollene Güter sind für einige Monate an der Grenze gehaftet. Es gibt leider seit heuer große Probleme. Es hat 10 Jahre überhaupt keine Probleme gegeben. Die Genehmigung von Kiew ist problemlos ausgestellt worden. Wir konnten planen und auch die Stadt Mukatschewo konnte rechnen, dass sie alle halbe Jahr eine Hilfslieferung bekommt mit verschiedensten Gütern. Aber ab heuer ist eine völlig neue Situation, die wir überhaupt nicht verstehen. Plötzlich gibt es keine Genehmigung mehr und wir wissen nicht konkret, warum. Es wird uns keine konkrete Aussage gesagt. Immer nur vage Informationen. Die Papiere sind in Ordnung, wir müssen warten. Das geht jetzt schon seit 7 Monaten. Und wir treten auf der Stelle und kommen nicht weiter. Wir sind alle schon verzweifelt, weil die zuständigen Institutionen in Kiew das Dokument einfach nicht unterschreiben. Und für uns ist es völlig unverständlich, dass so etwas passiert. Es ist ein Riesenskandal, was hier passiert. Es ist unverständlich auch, dass der Staat Ukraine den eigenen Menschen derartig schadet, indem die Einfuhrgenehmigung nicht erteilt wird für unsere Hilfsgüter. Dieses Mal hat die Delegation aus Österreich nicht nur soziale Einrichtungen, sondern auch eine von interessantesten Bildungseinrichtungen der Stadt Mukatschewo und eben das ökologisch-naturalistische Zentrum besucht. Die österreichischen Gäste haben die Ecke der belebten Natur, Mini-Zoo, wo sie Kaninchen, Wildschweine, Nutrien und Schafen gesehen haben, genießt. Sie haben auch das Dendrarium mit exotischen und verschwundenen Pflanzenarten besucht. Die Leiterin dieses Zentrums hat die Exkursion durchgeführt und hat bemerkt, dass das ökologisch-naturalistische Zentrum das schöpferische Potenzial, neue Ideen hat und zu neuen Perspektiven schreitet. Es waren sehr berührende Erlebnisse, die wir gestern und heute gehabt haben. Wir haben eine große Familie unterstützt, die hat 3 eigene Kinder, die Familie Kamenev in der Fabrikstraße, und 10 Waisenkinder bei sich aufgenommen. Und die Waisenkinder wachsen dann in einer Familie auf und haben ein reguläres, ein schönes Familienleben, wie wir sehen konnten. Der Familie herrscht eine große Harmonie und wir haben viel Freude mit der Familie. Und diese Familie können wir Gott sei Dank unterstützen, noch unterstützen, auf kleinere Art und Weise, aber nicht groß.
Wenn jeder dem anderen helfen wollte, so wäre allen geholfen. Das ist das Motto der österreichischen Wohltätigkeitsarbeit für bedürftige Menschen in der Ukraine. Wir hoffen, es kommt die Zeit, dass niemand die Hilfe der anderen bedürfen wird. Transkarpatien ist ein multikulturelles Gebiet. Hier leben verschiedene ethnische Minderheiten wie Ungarn, Slowaken, Rumänern und auch die Deutschen. In Mukačevo fand das Fest der ethnischen Minderheiten statt. Dieser Tag spielt im Leben der Transkarpatier eine bedeutende Rolle. Die Erzieher des Kulturzentrums Palanok haben am Feiern auch aktiv teilgenommen. І попав за границю. Куди? Куди ж попав? За границю. А чого ти так думаєш? А там говорили не по-нашому. А як? Мені ще видають по-німецьки. А, то ти в Паланку був, там німці живуть. А коли я йшов до міру, заблудився, та подуркав йому двері, засвідав, як мені дійти до центру, та мене перезвідали теж не по-нашому. А як? Мій такар, свія. А, то ти зустрів угорців. Їх теж повно в нашому вариші. А я познав, чи по-нашому говорити. Бо пас мені об'яснили, як дійти до центру. То добре, сину, то дуже-дуже добре. Слухай, мамко, такое слово Фрідяшово. То що значить? Фрідяшово – то район, де словаки живуть. Та ти вже був у другому кінці вариша. Ти гунцутний, уже сі там устиг бути. Ну. А й по-добре, мамко, то, що много людей по-нашому говорять. А, то ти говорив майже із русинами. Вони теж живуть у нас у вариші. А вчителька нашого Юрка, мамко, почти по-нашому говорить. Він деякі слова не такі, як наші. Вона розмовляє, синку, на українській мові. От підеш до школи, і ти будеш українською розмовляти. Слухай, може ти голодний? Ні, мамко, я ситий. А що ось їв? Файні пирожки. Мене тетя Інна накормила і казала, їж, синок, їж. Я і що принесу? А, то ти зустрів росіян. Вони спішили на наш фестиваль в родині єдині. Мамко, а хто ще живе в нашому вариші? Американці є? Ні, синку, нема. Англійці? Англійці? Теж нема. Хоча, хто їх знає, наші люди уже в шиткі країни ходять. Може, вже і є. А болгари, мамко, живуть у нашому варіші? Бо чому на базарі болгарський перець? Болгари живуть і в Мукачеві, і в Мукачевському районі. Убий знав, то дуже-дуже трудолюбивий нарід. Мамко, а я ще у нашому варіші видів людей з такими шапками і інтересними причосками. А, то ти євреїв зустрів. Вони, до речі, давно дуже багато їх жило в Мукачеві, а зараз виїхали і приїжджають лише в гості. Мамко, а де ми? Ось і люди. Синку, це і є наша мукачівська родина єдина, мукачівська дружна громада. Росіяни, болгари, німці, словаки, угорці, русини – всі ті, хто люблять культуру свого народу, культуру краю, в якому живуть. Ebenso begann das Festival der nationalen Kulturen in der Einheitsfamilie, das in der multikulturellen Stadt Mukačevo stattgefunden hat. Die Meinung, dass so viele ethnische Minderheiten, wie es in Mukačevo gibt, ist richtig. In verschiedenen Perioden der Staatsgeschichte wurden zu Bürgermeister ein Deutscher, ein Ungarer, ein Bulgare, ein Jude und ein Rutin. Закарпаття, в тому числі місто Мукачево, багатонаціональний край. І такими фестивалями ми турбуємося про те, щоб зберегти нашу національну культуру, яка в першу чергу в мові, а в другу чергу це в піснях і танцях. Ми сьогодні бачили талановитих молодих людей, від дітей і до старших, які якраз цю культуру зберігають і продемонстрували нам, що ця культура – вона має право на те,
щоб ми передали своїм нащадкам. Зал сприймав бурхливими оплесками кожен виступ. Ми в місті Мукачеві маємо товариства національних культур, які піклуються за їхній розвиток. Die deutsche Minderheit wurde von den Erziehern des Kulturzentrums Palanok präsentiert. Die Zuschauer haben die deutschen Lieder und Tanzen genießt. Das Fest ist ganz genau wichtig für uns, weil das Fest bedeutet, dass gemeinsam in unserem Land, in Ukraine und Transkarpatien leben und wohnen gemeinsam viele Nationalitäten, Ungarn, Slowaken, Bulgaren, Deutschen, Ukrainer, Russen. Und deswegen ist es schon wichtig. Wir vorbereiten sie ganz intensiv zu diesem Fest. Der Chor Singende Herzen, Tanzgruppe, Älteste, die kleinere Tanzgruppen, die sind alles froh, schon warten auf dieses Fest. Es ist immer in dieser Zeit im November. Das untrennbare Teil der nationalen Kultur ist die Nationaltracht. Die Teilnehmer des Festivals haben nicht nur die Musik- und Tanzfähigkeiten demonstriert, sondern auch die Volkstracht, die meist mit der uralten Stickarbeit handgemacht ist. З року в рік відбувається це свято. Тут збираються усі культури Закарпаття. Наш народ багатонаціональний, і тому виступають на сцені і німці, і угорці, і словаки, українці, русини. Я представляю
русинів Закарпаття. Я з колективу «Стара співанка», де виконуються найстаріші закарпатські народні пісні. Мені подобається цей колектив дуже, взагалі-то мені подобається співати. Я співаю не тільки в цьому колективі, а в багатьох інших колективах. Ми маємо старі костюми, які перед нами використовував закарпатський народний хор. Цим костюмам понад 50 років, вони вишиті всі вручну. Це дуже дрібна ручна робота, і ці костюми настільки нам подобалися раніше. Ми виступали в них у Празі на величезному фестивалі, і бельгійці, і японці до нас підходили і хотіли купити за велику ціну ці костюми. Але ми сказали, ні, ці костюми не продаються, бо це наші русинські костюми, в яких ми повинні ще далі виступати, а потім передати їх своїм дітям, внукам і так далі. Для того, щоб русинство наше підтримувалося, щоб воно не пропадало, щоб культура, звичаї, традиції, обряди нашого народу залишилися і передалися в спадковість нашим дітям. Das Deutsche Kulturzentrum Palanok erzieht die junge Generation der ethnischen Deutschen im Sinne der Ehre zur eigenen Nationalität. Der Chor Singende Herzen und die Tanzgruppe Schmetterling nehmen an verschiedenen internationalen Festivals im Ausland aktiv teil. Sie demonstrieren nicht nur das deutsche Kunst, sondern auch die Vielfalt der ukrainischen Kultur. Dieser Feiertag, alle Minderheiten feiern wir schon über 10 Jahre. Und ich meine, das ist ein wunderbares, schönes Fest, weil alle Minderheiten haben diese Möglichkeit, hier ihre Kultur, ihre treffen sich, ihre Ausstellung machen, ihre Küche, zeigen alles, was ist möglich von allen Nationalitäten. Und das ist sehr schön, weil uns haben diese Möglichkeit, sich immer hier treffen, obwohl wir treffen sich auch jeden Tag in die Stadt und überall. Und dieses Fest ist ein schönes Fest. Ich glaube, dass für alle Minderheiten das ist sehr wichtig, weil sind in unserer Stadt sind über 40 Nationalitäten, obwohl alle können nicht. Vielleicht, weil jedes Mal das Fest war immer 2-3 Tage und alle haben diese Möglichkeit, haben zeigen ihre Kultur. Ich meine, dass nach diesen Jahren, was uns haben wir überhaupt nicht dürfen, nicht singen, nicht tanzen, deutsche Tanzen, unsere Kultur war nur zu Hause. Ich glaube, dass das sehr eine große Möglichkeit zeigen, unsere Kultur. Und es ist sehr wichtig, dass alle Leute müssen zusammen freundlich sein, wie es in unserem Karpatenland und in Mukačevac es gibt schon viele, viele Jahre. Das Festival der nationalen Kulturen in der Einheitsfamilie hat in einem Saal verschiedene Altersgruppen, Nationalitäten und Konfessionen zusammengebracht. Bis jetzt haben so viele Kinder und Jugendlichen am Festival nicht teilgenommen, darum gibt es diejenigen, denen das Kulturerbe wiedergeben werden kann und die es schätzen werden. Liebe Zuschauer, wir hoffen, dass unsere Berichte über die aktuellsten Themen und Ereignissen im Leben der deutschen Minderheit Transkarpatiens Ihnen Spaß gemacht haben. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Tschüss!